Hallo meine Freunde der Stricknadel und der Colorwork-Technik und alles, was Strichiges betrifft. Ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Ich habe 1000 Abonnenten. Das hätte ich mir ja nie gedacht, dass ich da hinkomme, dass sich doch so viele interessieren für mein Gestricke, weil in meinem Umfeld sind da herzlich wenig Leute dabei, die sich da dafür interessieren. Die sagen, das mal du mit deiner Strickerei. Aber mir freut es ungemein, dass es die Leute halt einfach interessiert, was ich denn da so mache. Und ich möchte ja mit meinem Kanal so weitermachen, dass ich euch zeige, was ich mache oder wie ich es mache oder was wieder nicht so gelaufen ist. Zum Beispiel habe ich jetzt wieder was dazugelernt. Banderolen werden aufgehoben und an den angefangenen Knäuel hingeknotet. Was ist passiert? Ich habe Socken gestrickt. Bin ja gerade im Sockenmodus. Und dann muss ich da euch was erzählen dazu. Ach ja, für die 1000 Abonnenten, gell? Die einen verlosen dann irgendwelche Knäuel oder sonst irgendwas. Mache ich nicht. Was macht man mit einem Knäuel Wolle? Morgen hat mein Bub Geburtstag und ich habe heute schon eine Schwarzwälder gebacken. Und meine Schwarzwälder ist sehr begehrt. Und da zeige ich euch dann hinten dran das Rezept, wie ich das mache. Vielleicht macht es mal nach und macht so schöne, schöne Schwarzwälder. Also, aber jetzt zuerst nur zum Strickigen. Also, ich habe mir diese Socken gemacht. Ja, sieht man es? Miezi-Katzensocken, gell? Da kommt dann auch nochmal ein extra Video, wo ich den Chart veröffentliche, wie ich das gemacht habe. Und ich habe auch ein bisschen eine verfeinerte Technik von der Colorwork-Technik noch mir überlegt. Oder ausprobiert oder rumgetüftelt. Tüfteln halt, gell? Ein Schwabe. Ein Schwabe ist ein Tüftler. So, dann ist das grün ausgewiesen. Dann denke ich mir in meinem Wollchaos, habe ja das Grün drin, dann hebe ich das nebenhin, dann ist es eine andere Farbnummer gewesen. Komplett daneben. Unmöglich. Also ich zur Boutinette rausgefahren, was war? Die gibt es nicht mehr. Also diese Partienummer und auch sowas ähnliches. Also das ist jetzt alles recht matt von der Farbe her. Kann ja sein, dass man im halben Jahr wieder die glänzigere Variante gibt, aber momentan halt nicht. Ich will die aber haben. So, ich habe noch was zu Hause gehabt, wo ich nicht so einverstanden war damit. Das war so ein UFO Richtung Auftrennen. Wenn man da also jetzt hilft nichts, jetzt muss ich das auftrennen und das verstricken. Dann habe ich, war natürlich auch eine Socke, dann habe ich direkt von dem aufgetrennten gleich wieder zack rein ins Strickzeug und gestrickt. Das ist natürlich sehr, sehr unregelmäßig geworden. Nach dem Blocken, ich habe es bloß gewässert. Schön ist nicht das Strickbild. Es schaut jetzt in der Kamera schlimmer aus wie in echt. Aber so ganz überzeugt bin ich nicht. Dann habe ich weiter aufgetrennt. Dann ist die Wolle so kringelig. Den Socken habe ich natürlich auch schon im Wasser drin gehabt. Also die ist massiv kringelig. Das sind nur solche, so ist die gebogen. Und so habe ich es verstrickt. Das war nix. Wie bringe ich jetzt diese Wolle wieder glatt? Die habe ich mal auf ein Küchenbrett gewickelt. Einfach locker drauf gewickelt, habe das ganze Küchenbrett mitsamt der Wolle in die Spüle rein mit einem lauwarmen Wasser und habe das 5 Minuten drin liegen lassen. Ein bisschen durchgematscht, dass sich die Faser richtig vollsaugt mit Wasser. Dann habe ich es raus, habe es ein bisschen abtropfen lassen, habe es dann in ein Handtuch rein und ein bisschen ausgedrückt. Vorsichtig, vorsichtig, weil wenn man die nasse Wolle natürlich zieht, dann kriegst du schon ganz dick. Dünnes Federle. Wollte ich auch nicht haben. Also dann vorsichtig ausgedrückt. Und dann habe ich so einen Wollwickler. Ich weiß nicht, ob den jeder zu Hause hat. Wahrscheinlich
nicht und habe das aber im nassen, also im gut feucht aufgewickelt. Ganz, ganz locker. Schaut, dass ich das alles ganz, ganz locker habe, dass dieser Knäuel, also der Knäuel wäre mir zum Verwenden eigentlich fast zu locker, weil der fast auseinanderfällt, aber dass mir die Wolle eben trocknet. Weil wenn das alles in den Ball rein machst, das wird der innen drinnen nie trocken. Und dann habe ich diesen nassen Klatsch, ziemlich klatschnassen Bommel im Heizungskeller über Nacht und siehe da, der ist getrocknet. Und dann muss ich ihn, natürlich fliegt wieder alles runter und eingewickelt bin ich auch. Und schau mal her, so schaut die jetzt wieder aus. So. Und macht auch ein schönes Strickbild. Und wenn der jetzt noch gewässert ist, dieses Stück, dann bin ich zufrieden. Also zumindest ist er besser als dieser Quirl, den wo man da auftrennt, dieses Engelshaar. Also dieses Engelshaar verstricken geht gar nicht. Oder mache ich auf jeden Fall nicht mehr. Nachdem ich draufgekommen bin, aufrollen auf das bisschen, was wir noch brauchen. Darum habe ich nochmal sowas abgewickelt. Wenn du jetzt keinen so einen Wollwickler hast, dann würde ich es hier zusammen. Du hast ja normalerweise mehr Wolle, das ist ja nicht so besonders viel jetzt mehr, das sind vielleicht, keine Ahnung, 5 Gramm von der Sockenwolle. Dann würde ich es hier zusammenfassen mit dem extra Bändel und hier, dass kein Wollchaos kriegst und aufhängen. Einfach über Kleiderbügel hängen oder über Türschnalle oder Kleiderbügel. Kleiderbügel passiert nichts, ist Plastik und ja. Und dann stricke ich wieder weiter, bis ich meine Katzensocke fertig habe. Und wenn ich die dann fertig habe, dann komme ich wieder mit meiner Mietzekatzensocke und zeige euch den Chart, wie ich das gemacht habe. Und ja, habe natürlich schon wieder den nächsten Socken auf dem Anschlag. Ich glaube, ich muss meinen Mann kündigen. Ich bin bei meinem Mann angestellt. Ich muss da, glaube ich, kündigen, weil ich habe gar keine Zeit mehr für solche Sachen. Jetzt mache ich euch noch das Kuchenrezept, das versprochene. Das hänge zwischen rein. Ja, das hänge jetzt hier schnell zwischen rein. Und danach möchte ich euch noch ein bisschen was erzählen. So, jetzt bin ich wieder da. Bei dem Kuchenrezept ist es so, die Schwarzwälder Kirschtorte von mir, die ist ganz, ganz kirschig. Also nicht so viel Sahne. Ich mag schon die Sahne, aber in Maßen, aber viele Kirschen müssen drin sein und viel Schlotze, also dieser Schlutter, dieses Pampi, fein. Egal, jetzt zum Strickigen noch, was ich erlebt habe gestern. Ich war gestern bei der Putinette draußen, also Putinette Wörtingen, das ist ja bei mir gleich in der Nähe, und habe da so ein nettes Gespräch mit einer Dame gehabt, mit der Steffi, na, Sophie. Sophie, Entschuldigung, die schwäbische Sophie mit 2 F, die Sophie. Eine mir willkommen fremde Frau und es war ein so nettes Gespräch mit der, von dem muss ich einfach berichten. Also wir haben uns auf Anhieb verstanden, wir waren vom Sockenregal und haben glaube ich, eine halbe Stunde geratscht. Sie möchte gern auf dem Wollfest, ich möchte gern auf dem Wollfest, das haben wir uns eigentlich fast verabredet, dass wir heuer auf das Hohenlohner Wollfest fahren. Also das haben wir ganz, ganz arg im Dings. Und was sie für YouTube-Filmchen anschaut und was ich für YouTube-Filmchen anschaue von den Strickerinnen. Und das war irgendwie, also da war das Eis gebrochen, wie wenn wir lauter gemeinsame Bekannte hätten. Es ist fast schon komisch, gell? Ich war aus letzten auch bei meiner Lana Grosser-Händlerin. Da habe ich einfach so eine Broschüre oder so, liegen überall die Zeitschriften rum und diese Anleitungsheftel. Und dann mache ich das so auf und blätter da so durch. Plus so brrt. Ach, da ist ja der Thorsten. Dann kommt einem das vor, als ob das irgendein Bekannter wäre. Den kenne ich doch. Und ach, das hat mich so richtig gefreut auch, dass man einen Thorsten da entdeckt hat. Der Thorsten kennt mich ja nicht. Ganz viele Leute kennen natürlich den Thorsten. Aber das ist irgendwie, wie wenn man in der Zeitung drin jemand
sieht und sagt, ach, der ist auch in der Zeitung, der ist auch irgendwo abgebildet. Und so war das eigentlich mit der Sophie auch, dass man irgendwie gemeinsame Bekannte hatte. Und gleich sofort, also das war einfach toll. Die Steffi ist natürlich auch eine YouTube-Anfängerin, die Filmchen schaut. Also, liebe Sophie, wenn du bei mir auf dieses Wollkörbchen draufklickst, da oben dran, da unter dem Filmchen ist irgendwie so ein Wollkörbchen, da musst du draufklicken und dann kommen meine ganzen Filme, die ich schon aufgenommen habe. Eventuell nicht alle, dann musst du drüber auf Video und dahin klicken und dann kommen, glaube ich, die ganzen Sachen. Also da musst du ein bisschen probieren. Das wird einem ja von den Jungen nicht gesagt. Gell? Da sagt man bloß immer, die Jungen sagen bloß immer, wenn sie das zweimal gezeigt haben, Mama, jetzt reicht's, das kapierst du nicht mehr. Aber wisst ihr was, ihr Jungen? So euch sagt man tausendmal, macht's das Licht aus hinter euch. Hebst das Handtuch auf, wenn es runterfällt. Das lernt ihr auch nicht. Irgendwie. Da habt ihr auch Schwierigkeiten. Also, vielleicht doch uns Alten diese Sachen auf Internet und wie man mit Smartphone und den ganzen Sachen einfach umgeht, vielleicht etwas mehr Geduld. Die Eltern brauchen auch viel Geduld für die Kinder. Zum Beispiel das Licht ausmachen. Und ich mache jetzt auch aus und freue mich auf das nächste Video, wo ich euch hochladen kann. Aber zuerst müssen meine Socken fertig werden und die anderen vielleicht auch, oder ach ja. Bis demnächst. Tschüss, eure Gabi. Hab mich gefreut. Danke fürs Zuschauen.